herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moon Bazoo auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge hat es ja leider nicht ganz geklappt, uns das Racecar nach Hause zu bringen. Aber in der Zwischenzeit gab es jetzt auch ein Update. Wie ihr hier seht, ne, also ich wusste nicht, dass die schon gleich da sind. Die können wir jetzt auch wegnehmen. Das sind halt diese neuen Stützen hier. Könnt ihr jetzt das Auto aufbocken? Ja, nichts mehr mit von wegen die Karre auf den Kopf kriegen. Nein, nein. Jetzt geht's ohne. Nanu, nimm runter den Kram. Sehr schön. So, also wie gesagt, ihr könnt jetzt das Auto aufbocken. Wir werden heute in der Folge auch mal ein bisschen reingucken, was mit dem neuen Update so ist. Und was es da so schöne Neuerungen gibt. Ich glaube, jetzt kann man sogar die alten Schrauben anmalen. Wir gucken, ob wir haben hier noch die. Legen wir mal hin. Probieren wir es mal aus, vielleicht geht es ja. Aber ich glaube, die Dose ist leer. Haben wir noch irgendwas Volles? Nein, das geht nicht. Also die Dose kann man immer noch nicht anmalen. Vielleicht kann man noch nur die alten anmalen. Müssten wir hinten, glaube ich, noch welche haben. Wir gucken mal rein. Da haben wir doch bestimmt noch ein paar alte. Genau. So, hier haben wir noch eine alte Schraube. Und dann werden wir gleich mal gucken. Neu ist auch links oben in der Ecke. Seht ihr jetzt, wie das Wetter ist? Nee, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Also links oben in der Ecke seht ihr immer, wie das Wetter gerade ist. Da seht ihr nicht nur die Uhrzeit jetzt, sondern ihr seht auch, wie das Wetter ist. Ja, das ist ganz cool gemacht, finde ich. Wir fangen gleich mal an hier. So. Wir werden uns heute ein bisschen das Update angucken und ein bisschen rumdaddeln. Ich will mal gucken. Keine Pflanzen mehr. Okay. Also gab nur 4 Pflanzen. Mehr gab es nicht. Unser Strom müsste ja auch irgendwann mal bald mal kommen. Ich glaube, da hinten ist schon der erste Ding zu sehen. Das dauert noch ein paar Tage. In der Zwischenzeit müssen wir halt immer noch ein bisschen mit unserem Sägewerk da rumeiern. Hier ist jetzt irgendwie... Irgendwas kommt. Ah, guck mal hier. Okay. Wir können Eier sammeln. Oh, nicht schlecht. Mutti können wir nochmal anrufen. Da können wir uns abholen lassen. Okay, wir können uns jetzt auch in die Stadt fahren lassen. An sich gar keine schlechte Idee, weil dann könnten wir unser Racecar nach Hause holen und müssten kein Auto dort stehen lassen. Würde an sich schon mal Sinn machen. Noch bin ich gerade ein bisschen planlos. Erstmal was trinken und essen. So, Mutti anrufen. 2109, ich kann mir die Nummer immer noch nicht merken. So, 555-2109. So. So, Mutti, was sagst du? Wie sieht aus? Ach, die liegt auf. Wir gucken mal rein, was unsere Friendship sagt. Beim älteren Bruder haben wir 44 von 50. Bei Jacques 35. Den vom Racetrack 29. Und Massa 45. Also 5-mal müssen wir die noch anrufen, damit wir dann endlich unseren Käfig kriegen. Energie ist noch okay eigentlich. An sich ist das noch ganz cool. Wir könnten aber eigentlich mal in die Stadt fahren. Nehmen wir mal den hier. Weil mir ist was aufgefallen, wo ich gespielt habe. Allerdings muss ich mal ein bisschen die Lautstärke, glaube ich, ein bisschen reduzieren, sonst hört ihr wenig. So, gut. Der Tacho ist jetzt mittlerweile digital, so wie es aussieht, ne? Also, er scheint digital zu sein. Hier die Anzeige vom Getriebe und die Kilometerlaufleistung, die scheint jetzt definitiv digital zu sein. Jetzt fahren wir erstmal in die Stadt und schauen mal, was hier noch so geht. Ich habe in einem anderen Video gesehen, dass die Bäume ein bisschen bearbeitet wurden. Also die 3D-Objekte sind jetzt ein bisschen hübscher geworden. Finde ich auch ganz nice. Also sieht echt gut aus, was ich da so gesehen habe. Wir lassen uns mal überraschen, wie das bei uns hier aussieht. Aber das sieht eigentlich schon ganz nett aus. Ganz cool gestaltet. Ja, ich hab's geahnt. Ach komm. Ich hab es so geahnt. Ich hab es so geahnt. Was ist jetzt alles rausgeflogen? Bestimmt wieder hier unser ganzer Sirup-Kram ist wieder rausgeflogen. Ach man, das nervt. Egal. Egal. Lassen wir uns nicht von schocken. Nanu, komm her, du Radio. Weg da. So. Ja, ist dann gleich mal ängstlich geworden, ne? Ganz viel Angst gekriegt. Egal.
macht nichts. Wir fahren trotzdem in die Stadt. Wir gucken mal. Aber das ist schon echt cool gestaltet. Also das ist wirklich echt gut geworden. Nicht schlecht. Ach, hier liegt noch ein Fass von unserem. Das können wir gleich mal mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Oh. Wenn wir beinahe noch über einen Haufen gefahren worden. Ja, Verkehr ist jetzt auch reingekommen, ne? Also wie ihr seht. Ist jetzt nicht mehr einfach mal so irgendwo stehen bleiben. Das bringt nicht viel. So. Ja, 18 Uhr, also einkaufen ist nicht mehr. Wir überholen einfach mal. Yeah, voll überholen hier. Links, rechts, mittendurch. Hier steht jetzt auch ein bisschen mehr. Ist auch ein bisschen schicker gestaltet alles. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, wir können mal gleich unseren Job mitmachen, aber ich glaube, der geht gar nicht mehr. Oh, die Bäume waren vorher noch nicht da. Das sieht ja schon mal echt wild aus hier. Hinten steht noch ein Kanister von uns. Was ist denn hier? Gibt es heute keine Pizza oder was? Kein Delivery Service? Wir laufen mal hinter. Wir holen uns mal eben unseren Kanister. Den können wir gleich mitnehmen. Unser Auto ist jetzt komischerweise auch wieder weg. Das stand aber vorher da. Ja, ist klar, ist geschlossen. Also ich weiß, beim letzten Mal, glaube ich, stand der noch da. Wie ihr seht, hier gibt es jetzt auch mittlerweile Scheibentönung. Ja, gibt es jetzt auch. So ein paar komische, hässliche Wimpern fürs Auto, die persönlich ich gar nicht gut finde. Neue Lenkräder sehe ich gerade. Glaube ich, denke ich. Ja. Ja, ist ein bisschen was reingekommen. An sich auch nicht verkehrt. Es wird also noch weiterentwickelt, das Spiel. Auch nicht schlecht. So muss das ja auch nochmal sein, ne? So, den nehmen wir schon mal mit. So, wie sieht er denn jetzt hier aus hier? Hallo, klopf, klopf. Ich will hier mal arbeiten. Gib mal Kohle hier. Hallo. Okay, die wollen nicht mit uns. Essen brauchen wir eigentlich nichts mitnehmen. Da haben wir noch genug. Also, so wie es aussieht, gibt es heute keine Pizza. Ist heute geschlossen. Wegen es nicht. Scheint heute leider geschlossen zu sein, wegen Essen nicht mehr. Macht auch nichts. Machen wir es halt nicht. Dann ist das halt so. Hier stehen überall noch Autos rum. So, jetzt warten wir hier kurz. Wenn die nämlich auftauchen, die Brüder, dann haben wir vielleicht das, was ich die ganze Zeit haben wollte. So, dann kommst du darüber. So, dann warten wir jetzt mal einen Augenblick. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir das dann auch fertig kriegen. Ah, die Brüder kommen wieder nur erst 21 Uhr, glaube ich. Kann man immer noch nicht kaufen. Aber an sich ist es echt schön geworden hier. Mit den Bäumen und so. Die 3D-Modellierung funktioniert wirklich gut. Da ist echt schon ein bisschen was passiert. Die Häuser sehen zwar immer noch ziemlich statisch aus, aber einen Schatten gibt es schon mal. Okay. Viel machen kann man hier leider immer noch nicht. Aber nun gut, das ist ja auch nicht das Problem. So, dann nutzen wir mal die Zeit und machen gleich mal einen Screenshot. Ah, wir hätten mal das Licht anmachen sollen, glaube ich. Wir sollten vielleicht das Licht anmachen. Das an. Ach, das ist der Rückstrahler. Okay. Was ist denn jetzt hier? Mann. So. Jetzt aber. Türchen zu. Dann gehen wir mal von der anderen Seite ran. Und dann machen wir einmal den. Sehr schön. Gut, das haben wir dann auch schon erledigt. Dann müssen wir jetzt mal warten noch eine Runde. Licht wieder aus. Oh, Licht aus. Sehr schön.
Ja, was gibt es noch zu sagen? Also, das ist modelliert worden. Es sind die Böcke zum Aufstellen sind reingekommen. Das heißt, das Auto kann man jetzt aufbocken. Es ist ein neuer Anhänger reingekommen, womit ihr Autos abschleppen könnt, scheinbar. Optisch ist natürlich auch eine ganze Menge passiert. Nicht schlecht, finde ich. Verkehr ist reingekommen. Ihr könnt euch abholen lassen von einem Freund oder eben auch mit einem Bus mitfahren. An sich auch keine schlechte Idee. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die gekommen sind halt. Scheibentuning, scheinbar neue Lenkräder sind mit reingekommen. Wimpern fürs Auto sind mit reingekommen. Wir werden das alles gleich noch kaufen, dann werden wir uns das mal angucken. Und das sind so die Neuerungen in diesem Spiel jetzt. So, 21 Uhr, wo sind denn jetzt hier unsere Freunde? Kommen die heute nicht mehr oder? Kamen die erst 22 Uhr? Die haben doch 21 Uhr immer, oder? Wo sind denn unsere Freunde? Hier war doch sonst immer der Treffpunkt. Wurde der jetzt verlegt oder was? Das wäre ja uncool. Das wäre ja richtig uncool. Also. Ja, hier seht ihr nochmal den Anhänger, den es jetzt neu dazugegeben hat. Ja, dann gibt es noch eine Schubkarre, die ist aber scheinbar noch nicht implementiert. Aber jetzt wäre es auch langsam mal interessant, dass unsere Freunde mal auftauchen. Aber scheinbar kommen die heute nicht. Ah, jetzt kommen sie. 22 Uhr. Oh, da hat sich auch was getan. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Was auch nicht schlecht. Oha. Was denn hier mit ihm? Oh, Luke. Okay. Michael. Friendship Plus. Tom, okay, da gibt es noch einen Tom jetzt. Auch nicht verkehrt. Aber was ist mit ihm hier? Ja, das ist Antoine. Den kennen wir ja schon. Felix kennen wir auch schon. So, und. Oh, jetzt gibt es mehrere Fahrer. Claim Reward, Status 1. Best one. One against Tom, not completed. Claim Reward. Gibt's alles noch nichts. Irgendwie kann man jetzt wohl scheinbar gegen andere auch noch fahren. Auch gegen höheres Preisgeld, wie ich das hier sehe. Das ist nicht schlecht, aber uns fehlt natürlich dadurch der Heckspoiler, den wir jetzt natürlich nicht kriegen werden. Dann müssen wir wohl oder übel in der nächsten Nacht nochmal her, damit wir gegen die hier fahren können. Und da scheint es wohl so einige Sachen noch zu geben. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Ist zwar jetzt blöd gelaufen, aber wisst ihr dann jetzt auch Bescheid? Ihr könnt noch andere Rennen fahren, auch mit mehr Kohle. Das heißt, man kann natürlich wesentlich schneller Geld verdienen. Macht es natürlich einfacher. Dann fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Schlafen eine Runde. Rufen Mutti morgen an. Und dann gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen. Ich finde, es ist auch dunkler geworden, alles in allem. An sich gar nicht mal so schlecht. Ziemlich realistisch mittlerweile. Für die Grafik auf jeden Fall. Gefällt mir gut, gefällt mir wirklich gut. Also muss ich sagen. Jetzt macht es dann wahrscheinlich auch Sinn, das Fernlicht anzumachen. Wenn ich noch wüsste, wie das gehen würde. Brauchte ich ja vorher nie. Ja, hier liegen dann so ganze Getränke rum. Auch nicht schlecht. Die wir so schön verloren haben eben. Wir fahren jetzt trotzdem erstmal nach Hause. Er muss erstmal schlafen, sagt er. Und wenn es dann hell wird, fahren wir in die Stadt und gehen nochmal einkaufen. Wir nehmen aber gleich den BMW mit, dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie was geht. Und was so Schönes gemacht worden ist. So. Aus, aus, aus. So. Da rein und ab geht er. Jetzt macht er erstmal eine Runde her. Jo, 8:47 Uhr passt ja ganz gut. Können wir gleich los. Ihm noch was zu trinken reindrücken.
Hier mal aufmachen. So, mach mal auf hier. In der Zwischenzeit mache ich mal den Generator wieder aus. Der muss ja nicht laufen. So. Ja, unser Strom müsste auch bald mal kommen. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Also den Wagen haben wir mehr oder weniger, glaube ich, komplett mittlerweile. Da ist ja schon alles. Ja, hier, seht ihr das? Ist jetzt in Rot gleich angezeigt, obwohl kein Licht an ist. Wenn ich Licht anmache, dann geht das auch noch. So. Gut. Wir können ihn demnächst mal noch ein bisschen tiefer legen, würde ich sagen. Oh, da kommt der Schuh raus, seht ihr? Gleich mal voll dran vorbei hier. So, ab in die Stadt mit uns. Da fährt auch noch einer runter, auch nicht schlecht. Aber wir können erstmal beim Bruder vorbeigucken. Lassen wir unser Auto hier stehen. ABS, ja, schön. Handbremse rein. Wir lassen ihn mal laufen gleich. Was ich auch gesehen habe, schießen jetzt wohl Flammen aus dem Auspuff. Sehr schön, da haben wir wieder einen Friendships-Punkt, einen Freundespunkt. Ganz wichtig, brauchen wir unbedingt. So, auf geht's. So, und auf geht's. Ja, ein bisschen tiefer legen und den Sturz vielleicht noch ein bisschen einstellen. Heute ist gerade nicht so schön das Wetter. Man kann man hier gar nicht alles so schön betrachten, wie es ist. Und der Turbo pfeift. So, auf geht's. Na, schön dran vorbeigehämmert. Egal. Fahr mal hinten rum rein, auch okay. Jetzt steht er wieder da. Okay, komisch. Vorhin hat er nicht da gestanden. Das irritiert mich jetzt. Naja, gut. Egal. Egal, macht uns überhaupt nichts. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen rausgefunden. So ein paar Sachen, die habe ich jetzt gesehen. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Das sind hier übrigens diese komischen Dinger. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier unsere Tür rostig? Warum ist unsere Tür rostig? Was soll das denn? Das kann ja mal gar nicht sein. Dann müssen wir gleich mal vorbeigehen. So, also das sind diese komischen Wimpern. So. Persönlich muss ich ehrlich sagen, die Dinger sehen richtig scheiße aus. Ich finde, wenn die jetzt nach unten gebogen wären, wäre es ja noch okay. Aber so geht man gar nicht. Gleich in die Tonne damit. Ja, ist mir egal, dass man die nicht entsorgen kann. Nun. Gleich in die Tonne damit. Hallo. Kein Umweltverschmutzer, wir sind freundlich. Liegen zwar da drinnen, aber ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. So, hier ist einmal dieses Magnet-Dingsbums. Damit könnt ihr die Schrauben alle ein bisschen besser einsammeln. Nehmen wir natürlich mit, ist klar. Oh, was ist denn hier noch los? Okay, Kofferraum ist voll, ganz toll. Neuen Schaltknopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die Achterkugel, dann wird die natürlich gekauft. Steht außer Frage. Finde ich auch ein richtig geiles Future. Richtig cool gemacht. Und hier sind die neuen Lenkräder scheinbar. Holzlenkrad, ein kleineres Classic, König Steering Racing, bla, Keks und hier noch eins und da noch eins. Naja, egal, brauchen wir nicht. Das ist uninteressant. Und hier könnt ihr euch eure Farbe jetzt mischen. Ja, also hier könnt ihr jetzt anfangen und könnt euch eine ganz eigene Farbe mischen. So wie ihr sie haben wollt. Und könnt das ganze Auto damit lackieren. Müssen wir bei Gelegenheit mal gucken. Vielleicht lackieren wir den Wagen nochmal um. Aber als erstes müssen wir jetzt erstmal hier den Rost wieder beseitigen. Weil das geht man gar nicht. Jetzt brauche ich erstmal weiß. Weiß, matt, weiß. Ich glaube auch, oder was? Da fängt die Karre einfach an zu rosten. Was stimmt denn mit dem Ding nicht?
Ist typisch BMW. Typisch BMW. Die Dinger rosten permanent, Alter. Furchtbar. So. Sieht wieder schick aus. Gut. Also, das hatten wir, das hatten wir. Wir haben jetzt gesehen, es gibt neue Schaltknäufe. Ein Holz. Ein Schlagring. Und die Achterkugel. Hier kriegt ihr die einzelnen Farben für, Farbe für Fenster. Ne? Weiß, Pink, Blue, Grün, Rot, 20%, 15, 10, 5, 0. So. Ich würde ja tendieren, wir nehmen schwarze Farbe. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Wir nehmen mal das. Hämmern wir mal ran. Gucken wir mal. Ah, nett. Nett. So muss das aussehen. Sehr schön. So, das sieht schon mal richtig gut aus. Jetzt habt ihr aber auch die Möglichkeit, mit dem Fensterschaber hier, mit dem Ding, könnt ihr das wieder runter machen. Ja, also ihr könnt das Ding jetzt nehmen und könnt dann hier wieder runterkratzen. Einmal linksklicken und ihr kratzt es wieder runter. Ich nehme es mal mit. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe ihr für die Fenster haben möchtet. Und vor allen Dingen, wie wir das Fahrzeug demnächst mal lackieren wollen. Schreibt mal rein. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schöneres. Ich meine, schwarz-weiß sieht schon cool aus. Aber die Carbonhaube und der Carbon-Heckdeckel da, der gefällt mir jetzt nicht so. Ich mag lieber einheitliche Farbe. Also sagt mal was. Haut mal einen raus. Mal gucken, was machen wir dann in der nächsten Folge. Da können wir dann mal gucken. So, also das hatten wir auch. Wir haben auf jeden Fall die Farben. Den Eimer können wir noch mitnehmen. Brauchen wir eh. Die Farben, also die Fensterfarben, die Schaltknaufänderungen. Das Magnetboard. Ja. Das hätten wir jetzt hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt fahren wir erstmal schnell wieder nach Hause. Tanken brauchen wir den noch nicht. Das ist gut. Nach Hause. So, dann wollen wir erstmal nach Hause schnell. Bauen wir den einen da mal um. Den Schaltknopf. Na komm schon, gib das. Die Freundepunkte haben wir uns auch alle geholt. Mutti müssen wir noch anrufen gleich. Irgendwie hört man jetzt auch so ein Turbo knallen. Ist auch nicht schlecht, hört sich auch cool an. So. Das wäre die Update-Folge dann praktisch schon mehr oder weniger fast gewesen. Von den Updates haben wir ja eine ganze Menge jetzt gesehen. Wie gesagt, jetzt rufen wir noch Mutti an. Dann bauen wir noch den Shifter um. Können wir ihn vielleicht noch ein bisschen tiefer legen. Wir probieren auf jeden Fall gleich noch die Böcke aus. Die probieren wir gleich mal aus. Und dann geht es auf jeden Fall in der nächsten Folge damit weiter, dass wir die anderen da mal abheizen. Würde ich sagen, dass wir die mal wegrationalisieren, die Jungs. So. Und vielleicht mit der Umgestaltung von unserem BMW. Wenn ihr euch dann auf eine Farbe einigen könnt vielleicht. Und dann werden wir auch mal langsam anfangen, unser Lager so ein bisschen aufzubauen. Wir brauchen ja nachher jede Menge dafür. So, einmal. Und warte mal, geht ja auch hinten dran. Tatsache, ihr könnt ihn komplett aufbocken. Also wir können noch zwei kaufen, dann können wir ihn komplett aufbocken. Das ist natürlich echt sinnvoll. Hätten wir mal machen sollen eben. Na gut, egal. Machen wir beim nächsten Mal. Holen wir auf jeden Fall mit. Hier ist unsere Kugel. Hallo, kommst du raus? Da ist unsere Kugel. Legen wir mal dahin. Rein da. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Warte mal. Brauchen wir bestimmt wieder einen Schraubenschlüssel für, wenn ich jetzt wüsste, wo einer liegt. Also ich weiß, glaube ich, im Kofferraum lag noch einer. Da liegt einer. Legen wir auch mal dahin. So, den. Okay, wir probieren es. Jetzt packt hier unser Ding rum.
Ah, okay. Ihr müsst ihn halt abschrauben und dann müssten wir jetzt den Schraubenschlüssel wieder kriegen und den kriegen wir natürlich wieder nicht, weil der gerade am Schweben ist. Voll Geister-Style. Wieso kriegen wir denn jetzt unseren Sitz nicht hier nicht? Wir können uns zwar jetzt da draufsetzen, aber der kann schon mal raus. Den brauchen wir nicht mehr. So. Aber wir brauchen so einen Schraubenschlüssel. Den kriegen wir gerade nicht. Der ist wohl verbuggt gerade. Das finde ich nicht cool. Nun gut, dann machen wir das anders. Wenn er verbuggt ist, dann müssten wir ja eigentlich das Auto nur zurückfahren. Und dann müsste es ja eigentlich gehen. Dann machen wir das mal so. So, gucken, ob wir jetzt rankommen. Jetzt kommen wir ran. Okay. Hat wohl ein bisschen mit den Backen ein bisschen rumgespackt. So. Hallo. Jetzt kommen wir wieder. Ah, jetzt haben wir ihn. Ah, ihr müsst also. Okay, das ist jetzt komisch. So, der ist jetzt drauf. Den brauchen wir nicht mehr wegschrauben. Ihr könnt jetzt auch die Sitze wechseln. Ja, wie ihr gerade seht, unser Schlüssel scheint noch ein bisschen verbuggt zu sein. Aber schick. Schick, schick. Schick, schick. Das ist ja schon mal richtig schön. Ha. Also ich finde, das sieht cool aus. Das hat was. So, dann machen wir ihn aus. So, dann haben wir ihn ausgemacht. Jetzt holen wir mal gucken, ob wir jetzt den Schlüssel rauskriegen. Ja, kriegen wir. Gut. Türchen zu, Türchen zu, Kofferraum zu. Ah ja, ich kann euch das hier noch zeigen. Passt mal auf. Na nun, komm her. Legen wir mal dahin. So, seht ihr? Hallo? Er nimmt gleich alle auf und packt sie da ordentlich rein. Also auch eine coole Sache, besonders wenn man das Auto umbauen will. Hätten wir beim letzten Mal brauchen können. Weil dann kann man sich nämlich immer eine dann wieder rausnehmen und dann ist gut. Oder man setzt sie einfach wieder rein und dann ist auch in Ordnung. Finde ich eine coole Geschichte, genauso wie mit den Backen. Das finde ich echt schon eine ganz coole Sache. Es erleichtert die Arbeit, vor allen Dingen, wenn man hier so. Ne? Guck mal. Na, nicht das, oder? Nehmen wir die Schraube, zack, da hängt sie drin. So ist gut. So, damit kann man auf jeden Fall besser sortieren und besser Ordnung machen. Jetzt könnte man die natürlich alle hier reinschmeißen und so. Ja, kann man machen, muss man nicht. Könnte man natürlich alles tun. Machen wir heute nicht. Machen wir bei Gelegenheit nochmal, definitiv. Was jetzt noch cool wäre, wenn jetzt irgendwie so ein Werkzeugschublade oder so wäre. Bei Gelegenheit fangen wir an, dass wir den Schuppen ausbauen. Dann werden wir da nämlich unsere ganzen Sachen drin deponieren. Hier drin. Dafür werden wir uns noch ein Regal holen. Das stellen wir hier rein und dann haben wir das auch erledigt. Was sagt denn jetzt eigentlich unsere Liste noch? Also hier brauchen wir noch den Trailer. Grid Power haben wir schon und den Dolly Trailer. Na gut, die beiden haben wir noch nicht. Das ist fertig. Da fehlt uns noch der ganze Kram für den Buggy. Hier müssten wir 5 Rennen in einer Nacht, also 5 Rennen in der Folge machen. Und was haben wir hier noch? Da haben wir nichts mehr. Hier, Upgrade, Osmosis. Okay, keine Ahnung. Okay, Electric Heater, Can Seeder, ja, das ist klar. Upgrade by adding the reverse Osmosis. Keine Ahnung. Bin ich raus, verstehe ich nicht. Kein Plan. So, liebe Leute, ich würde sagen, hiermit verabschiede ich mich von der Update-Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, ja, so ein paar Sachen mal zu sehen, was so neu ist und so weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt mir bis dahin gesund. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Ciao. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.